Lokomotiv, das Star-Magazin, wird Ihnen stark schön präsentiert von Prolet, dem Haarspray der Star. Na, Sommer. Es ist Donnerswoch, hier ist attraktiv das Star-Magazin. Mein Name ist Jessica Parker, hi. Meine asoziale Friseusenfreundin Barbara Vogue ist ja dafür bekannt, ein Ass in Haarpflegologie zu sein. Diese Woche habe ich ein ganz großes Problem an einer ganz kleinen Stelle. Hey! Barbara! Oh, Jessica, kommst du denn für ein Selfie? Oh Gott, ja, meine Güte. No, ich bin gerade aus L.A. zurück. Ich sehe, du siehst fantastisch aus. Ja, Babsen. Ist geil, oder? Wow. Wie geht's dir? Also ich war ja heute bei meinem Wimpern-Pilates. Ah. Du weißt ja, du hast mir geraten, meine Wimpern ein bisschen mehr in Form zu bringen. Ja. Und da habe ich mir aber beim Workout, da habe ich mich so verklimpert mit meinen Wimpern. Und jetzt sind die mir alle abgefallen. Zeig mal. Oh, die sind ja alle ganz aus. Ja, aua, au, ja. Ich habe so ein kühlendes Gel. Oh. Das kann ich dir mal drauf machen. Und? Schon besser? Leicht, oder? Ja, es fühlt sich gleich viel besser an. Du, pass auf, ich lass dir mal was zu trinken machen. Ja. Willst du was trinken? Eine Wasserschorle. Eine Wasserschorle, schöne ja. Idee. Du, ich komme ja gerade aus L.A. zurück und die lieben gerade alle Influencer. Jetzt kommen wir jetzt wieder, was denn? Die lieben gerade diese Kondenswasserschorle. Da hab ich schon was. Das ist der neueste Shit, ohne Witz. Ich war gerade am Wochenende, habe ich sie geerntet. Ich war am Berghain. Oh. Und vor allem im Darkroom. Ich bin da mit meinem kleinen Azia lang gegangen und habe von allen Wänden und von den Decken dieses ganze Kondenswasser abgemolken, nenne ich das, ja. Mm. Und das schackert dich so richtig runter. Das ist ein geiler Stoff. Ich mach dir mal eins, ja? Ja, warte kurz. Barbara, schau dir mal dieses, ja. Von, sag mal, von hinten? Ja. Das ist ja toll. Oh Gott, L.A. war so mega, ne? Aber du, was machen wir jetzt mit deinen Wimpern? Was machen wir denn jetzt mit meinen Wimpern? Ja, lass mich mal kurz gucken. Ja. Also ich würde sagen, vorsichtig, normalerweise würde ich ja immer erst sagen, mit Wimpern-Extensions arbeiten, ja? Aber da die so runtergebrochen und weggeknackst sind, würde ich jetzt sagen, wir müssen die komplett neu aufbauen mit Wimperntressen. Oh Gott. Du brauchst jetzt keine Angst haben, es geht super, super fixi schnell. Ich habe eine Heißklebepistole und da kann ich die jetzt einfach total unsichtbar ankleben. Du, dann mach doch mal. Ja? Ja. Basispreis ist 500 Euro für den Grundaufbau und immer zum Wimpern-Extensions auffrischen, kostet immer 20 Euro pro Wimpern-Extension. Ich hole mal alles, ja? Bleib alles klar. Ach, Babsi, bei dir bin ich einfach immer in guten Händen. Ich kann mit allen meinen Sorgen zu dir kommen. Ja, das sieht gefährlicher aus, als es ist. Ja. So. Oh, Babsi. Ja? Die sind aber ganz schön schwer auf mir. Ganz am Anfang nur. Nach 5 Minuten, da hast du die vergessen und du klimperst dich ins Nirvana. Ich merke das jetzt schon. Lass mich mal ganz kurz. Soll ich dir die ein bisschen hochstecken? Dann kannst du mal schauen. Gerne, Vorsicht. Barbara, warte. Oh. Das ist Hammer, ne? Wow, das ist auch eine tolle Farbe. Das ist genau deine Haarfarbe. Und dann kannst du ihn nachher richtig schön ineinander tupieren und stylen. Das sieht keiner, dass die künstlich sind. Nein, richtig fraulich sehe ich auch schon wieder aus. Babsi, toll. Jetzt mache ich dir noch unten ein paar Bottomlashes dran. Oh. Dann wird es einfach noch voller und einfach dramatischer. Ich sehe auch ein bisschen nackt unten. Ja, eben. Du musst einfach da ein bisschen mehr machen, vor allem, weil du ja auch blond bist. Finde ich das immer schöner. Ja, okay. Dann hast du noch ein bisschen mehr zu klimpern. Lad die Pistole auf und dann ran. Du, ich gebe mich ganz in deine Hände. Babsi, ich finde auch, das macht gleich ein fröhliches Gesicht. Und weißt du, was jetzt noch der Hammer ist? Ich habe hier hinten... Ach so. Lass mich hier noch mal kurz unten ein paar Sachen festkleben, ja? Weil da habe ich gesehen, dass da noch ein bisschen was ist. Okay. Vorsicht, das ist ein bisschen heiß. Oh, au! Kann man das sehen? Komm mal. Guck mal, wie schön. Ich muss gar nicht mehr hingucken. Du kannst Ombre machen. Ich habe hier so ein. Ich liebe ja grün im Moment. Du liebst auch grün, oder? Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht, macht ja nichts. Aber das passt auch schön. Guck mal. Du, da kann man sich kreativ einfach auch mal ausleben mit seinen Wimpern. Genau, das kannst du richtig schön passend zum Outfit machen.
Jessica, ich gehe da unten noch mal ein bisschen ran und slice das aus, ja? Dann fallen die so ein bisschen frecher ins Gesicht. Das ist süß von dir, danke schön. Weil ich glaube, dass das besser kommt, auch hier an der Seite. Da finde ich das schöner, wenn das so einen kleinen Übergang hat. Wie ist denn das jetzt mit meinem Wimpernpilates? Kann ich das jetzt weitermachen? Kein Problem. Ja, du kannst damit immer weiter trainieren. Solltest du sogar. Solltest du sogar. Sollte ich sogar. Ja, das ist jetzt ganz wichtig, gerade am Anfang, damit das Auge trainiert bleibt. Okay, gut. Babsi, dann tschüssi. Viel Spaß. Ne? Und in 2 Wochen sehen wir uns wieder zum Nachschneiden. Okay, wo ist der Ausgang? Doch. Kannst du mich hinführen? Na komm, danke. Oh Gott, im Wind ist das toll. Oh, da fühle ich jede einzelne Strähne. Einen letzten aussichtslosen Fall für das Monster vom Privatfernsehen, Bibi Bleischig, habe ich noch für euch. Dieses Mal führt ihr sie in die High Society des Ruhrgebiets. Ziehen das durch. Ja, ich hole die jetzt rein und nachher gehen wir mit vollen Taschen raus. Fertig. Gisela, kommst du dann? Bin ich dran? Ich komme. Hallöchen. Hallo Juli. Tag. Die Kamera ist nicht da, ja? Okay. Mhm. Gisela, wollen wir einen Sekt trinken? Och, ich sitze so bald. Ist das jetzt der Moment? Aber da wollen wir kein Säckchen trinken, Liebchen. Hör mal, da habe ich ein Champagnerchen vorbereitet. Möchtest du Champagnerchen haben? Mhm. Komm, pass auf, hier, guck mal. Habe ich schon schön vorbereitet, bitteschön. Habe ich doch den ganzen Keller vor, ich bitte dich. Für so einen schönen Moment, oder? Dann musst du doch mal hier. Ein bisschen Luxus darf sein, nicht wahr, Gisela? Ja, sicher. Komm, dann lassen wir uns nicht Schlupsi. Leckerchen. Ach, ich bin so aufgeregt. Ja, Gisela, ja. Du vermisst ja so deinen Vater. Ach. Das ist ganz furchtbar. Entschuldige, das geht gleich wieder, ne? Aber das ist einfach, wenn man... Jetzt bin ich ja zu was geworden gekommen auch, ne? Und, ja, du bist sehr reich, nicht wahr? Ja, ja, das ist natürlich... Mein Mann ist verstorben, der hat mir die Fleischfabrik hinterlassen, ne? Da steckt viel Geld drin, ne? Also Fleisch geht ja immer, ja. Ne? Fleisch ist immer. Geld ist ja nicht, das verwaltet sich ja nicht selber, ne? Das ist ja... Und dann habe ich jetzt so komische italienische Terracotta-Fliesen habe ich bestellt jetzt für Mabea. Mabea, da war alles Holz, ne, und Marmor und so, das ist ja nichts. Ne? Ich so, Terracotta machen wir einfach immer. Ne? Ich bin einfach ein Mädchen, dann muss das auch. Ne? Ist das der Ersatz für den fehlenden Vater? Nein, das kann man so nicht sagen. Aber es ist einfach nicht dasselbe. Ne? Das ist, also mein Mann ist weg, die Kinder sind aus dem Haus. Und also mein Vater habe ich nie kennengelernt. Wo bewahrst du denn den Schmuck auf? Du hast bestimmt sehr viel davon. Ja, ich habe da drüben in dem Westflügel, da sind so 2 Zimmer, da ist halt alles drin. Ne? Da habe ich einen Schlüssel für, der hängt unter, also der ist unter, einer ist unter der Matte vorne, da ist so eine Matte drin. Ne? Und im Rechten ist ein Schränkchen drin, das ist der Schmuck. Da gehe ich manchmal rein, gucke ich ein bisschen so. Ne? Wie der Kennedy, der hatte ja auch so ein Zimmer. Ne? Und die schönen Sachen sind alle hier in der Wohnung. Ne? Ja. Das sind, ich kann ja nichts mit anfangen. Wenn die Brüste auf dem Rücken sind, hier von dem Picasso und alles. Ne? Also für mich macht das keinen Sinn. Was sollen die da? Aber das kostet viel Geld. 1 Million ist das wert. Ne? Ja, das habe ich meinem Mann zu verdanken. Der hat da immer, der war da sehr. Ne? Und der Schmuck und alles. Da musste ja jede Saison musste ja was Neues kaufen. Das weißt du. Jetzt ist afrikanisch wegen der Flüchtlinge. Ne? Das ist das Thema Afrika und so. Ne? Habe ich jetzt ein bisschen. Aber musst du gucken, ne? Die Brüste sind aus Kuala Lumpur, habe ich mir kommen lassen. Ne? Das hat ein Arzt gemacht, ich weiß es nicht. Ich glaube in Paris oder so. Das ist ja alles nichts wert ohne. Das würde ich gerne meinem Vater zeigen auch. Na, hier, guck mal, das bin ich. Ich habe nach deinem Vater gesucht. Hast du ihn gefunden? Wie stellst du ihn dir denn vor? Ach. Also was gut zu mir passen würde, wäre ja so ein Mann, so ein Vater mit Klasse dann auch, ne? So was Gehobeneres, ne? Mit einem gewissen intellektuellen Anspruch auch, ne? Da Geld müsste er auch haben, weil hat ist Geld. Komisch, der ist ja komisch, wenn die Tochter jetzt, sag ich mal, mehr Geld hat als der Vater, das ist immer ein bisschen schwierig, vielleicht hat er einen Titel, ne?
Das würde mir auch gut stehen. Gisela von Tuss und Kröpen oder sowas zu. So was Adeliges. Man denkt ja da immer, ach, das könnte passen. Ne? Oder gleich König. Ne? Da wäre ich Prinzessin und so. Ne? Das wäre schon schön. Das könnte ich mir vorstellen. Also bei dem blauen Blut, was ich so spüre, ne? Das habe ich ja so in mir drin, würde ich sagen. Ne? Da merkst du auch gleich. Ne? Da ist ja alles teuer, teuer, teuer. Das musst du ja tragen können. Ne? Das geht ja nicht einfach so. Ach, das ist toll, das ist so aufregend toll. Ich bin ganz gespannt, wann kommt denn die Videobotschaft? Wann hast du die denn vorbereitet? Kommt es ist leider mal? So geheim, ich durfte nichts aufzeichnen. Ach, wirklich, ja? Hast du denn auch einen Tresor, so richtig? Ja, ja, das ist da vorne das Bild, von wo Van Gogh draufsteht. Ne, da ist ja kein Van Gogh. Das oh, ist das ja Bild sieht sehr teuer aus. Nee, das Bild ist nichts wert. Nee, dahinter der Tresor, das ist schön. Da ist, ist mein Geburtsdatum, ne? Die Dingens, ja, die Zahl dafür, sonst kann ich mir das ja 25.04. 24. Da hast du richtig geraten. 24.04. Genau. Ja, ja, 1962. Ne? Du siehst noch so jung aus. Das sind die Kosmetiker. Das heißt, auf jeden Fall musst du dich kümmern. Das ist einfach Gisela, ganz ja. Jetzt ist der große Moment gekommen. Jetzt ist der Moment gekommen. Oh, da bin ich aufgeregt. Oh, gehen wir? Oh. Oh. Da drin? Nee. Da drin in der Abstellkammer? Ach Kinder, das können wir doch nicht machen. Das ist doch verrückt. Nee, nicht in der Abstellkammer. Bist du da drin, Papa? Hallo? So, Feierabend. 24.04.62. Wo ist der Safe? Ich habe ja ganz schönes Winkfett an den Oberarmen. Dagegen kann man aber was machen. Sich ein paar Hanteln schnappen und dann nackig sein. Der Bizeps. Ein zum Arm gehörender Muskel, der an einem Ende in zwei Teile ausläuft und dem Oberarm als Beugemuskel dient. Wortherkunft. Bizeps entspringt dem lateinischen Wort Biceps, was so viel wie zwei oder doppelköpfig bedeutet, denn der Muskel hat einen doppelten Ansatz am Schultergelenk. Hierbei hat die Silbe Bi im Lateinischen die Bedeutung zwei und Caput Zeps. Heißt übersetzt Haupt oder Kopf. Also ist das Kartenspiel Doppelkopf auch Sport. Sehr apart. So, und das war's auch schon wieder von mir. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert oder auch in euren Netzwerken teilt. Ein Like sollte auf jeden Fall drin sein. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag schon wieder. Bis dahin, bye!